Also man hat gemerkt, dass die AfD sehr, sehr stark abgeschnitten hat. Da sind sicherlich auch einige CSU-Wähler mit dabei. Deprimierend ist, dass wir sehr niedrige Wahlbeteiligung bei uns auch in Niederbayern haben. Offensichtlich ist es nicht gelungen, die Menschen von der Notwendigkeit der Europawahl mit zu überzeugen. Obwohl gerade Manfred Weber als Europaabgeordneter ganz hervorragende Arbeit geleistet hat. Man hat natürlich auch ein Stück das stärkere Stimmensplitting gesehen mit dem Wegfall der Prozenthürde. Es ist doch so, dass kleinere Parteien auch mehr Chancen haben. Da bin ich etwas traurig über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil das eben auch erst Tür und Tor geöffnet hat. Aber so ist das Ergebnis heute und als CSU kann man natürlich nicht zufrieden sein mit diesem Ergebnis.